So Leute, macht euch bereit, der Sandsturm schlägt gerade voll in die Siedlung ein. Die Weide ist gerade eben fertig geworden und der Sandsturm trifft hier voll. Also die richtige Breitseite. Ich bin mal gespannt, was diesmal alles kaputt geht. Ich habe schon die Meldung bekommen, defekte Gebäude. Ja, schauen wir uns das mal an, um Gottes Willen. Es wird immer schlimmer. Alles Strom kaputt. Die Bewässerungsanlagen kaputt. Zumindest ist die Mine hier in Ordnung, aber die brauche ich jetzt gerade nicht. Die könnte ich aber, fällt mir gerade auf, eigentlich auch mal ausschalten, ne? Ich brauche sie ja gerade wirklich nicht, die Mine. Und genauso wenig die Munitionsfabrik. Das heißt, diese zwei Techniker, keine Ahnung, wo sind sie denn? 8 von 10, ja gut. Und Minenarbeiter. Bergarbeiter, genau heißen die. Wo sind sie denn? Bergarbeiter, 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 da sind sie. Den einen brauche ich nicht. Und Techniker, die zwei brauche ich auch nicht wirklich. Ja. Okay, also, dann würde ich sagen, wir brauchen wieder Baumeister, dass ihr hier aufräumen könnt. Boah. Die zwei Weiden sind, naja gut, sie arbeiten noch. So richtig kaputt sind bloß die Hütten. Siedler ohne Schutzkleidung, okay, da arbeite ich dran, da habe ich ja das letzte Mal noch was eingestellt. Ja, und die Dürre sollte jetzt mal vorbei sein. Ey, Leute, was soll denn das? Mittelkontaminiert, gar nichts, dann kommt was Gescheites und dann wieder gar nichts und hochkontaminiert. Ey, jetzt wollt ihr es aber genau wissen, oder? Ich muss doch zumindest mal ein bisschen eine Chance haben, was aufzubauen. Nur eine kleine Chance, ein bisschen. Ganz minimal. Beschädigte Gebäude, ja, ich weiß. Sind viele Beschädigte, die sind ganz kaputt. Schön. Plus 300. Achso, ja, gut. Du kannst es nirgends abliefern, deinen Strom. Kann ich nachvollziehen. Ja. Ach ja. Was ist jetzt schon wieder? Wasser. Ja, gut. Ich weiß. Wenn hier auch nicht immer alles kaputt gehen würde, dann wäre das sicherlich ganz was anderes. Aber so viel, wie ihr hier immer alle kaputt macht, wie soll man das überhaupt schaffen? Ja, mein ganzes Holz ist schon wieder weg. Wollte ich in der Folge noch so schön an Nahrung arbeiten und was habe ich geschafft? Oder was werde ich schaffen? Gar nichts wahrscheinlich. Der Hammer. Und wie gesagt, jetzt kommt dann auch noch der kontaminierte Regen. Boah. Ja, schön, ist offen. Aber ohne Regen, schalte jetzt hier gleich auf Saison 73 um. Mittel kontaminiert. Ja, genau. Und dann wird es wieder abgedeckt. Schön. Spitze. Ja, zumindest ist noch eine Weide fertig. Kann jetzt nochmal zwei einstellen. Zwei Hirten. Warte mal, da habe ich gesagt, 2, 4, 6, 8 Leute brauche ich. 8 Hirten. Komm da runter. Okay, jetzt sind es 8. Wird hier schon was gemacht? Ne, da ist noch keiner. Hier, ne, da kann noch keiner sein. Die Jagdhütte hier. Arbeitet da schon jemand? Geht essen und trinken. Okay, alles klar.
Oh, das ist Feuchtigkeit. Ich habe schon gedacht, das ist Verstrahlung. Puh. Ist aber auch der Hammer, ich komme nicht mehr hinterher mit Strahlungsschutzanzügen, Halstüchern, sonst irgendwas. Ja klar, und dann habe ich noch eine Krankheit. Okay. Ich glaube, da geht's gerade ein bisschen in den Bach runter. Sehe ich das vielleicht richtig? Keine Nahrung, kein Wasser, kranke Siedler, kein Strahlenschutz mehr. Was kommt als nächstes? Naja, gut, viele kaputte Häuser. Irgendwie bin ich gerade ein wenig frustriert, hätte ich fast gesagt, aber das ist noch geprahlt. Oh Mann, ey. Ich schalte immer die Strahlung aus. Ich kann es nicht ändern, es ist halt mal so. Und das machen wir jetzt auch nochmal anders. Wir suchen uns mal die ganzen Schneidereien auf und machen Halstücher. Halstücher gehen am schnellsten. Ich brauche Halstücher. Ist jetzt halt einfach mal so, dann habt ihr halt bloß Halstücher, was soll's? Ich könnte mal schnell die Anzüge, die, wie heißen sie? Die Strahlenanzüge freigeben, aber nee, eigentlich ist es nicht so schlimm von der Strahlung her. Das ist eigentlich alles im Rahmen da hinten, aber da muss ich nicht hin. Da ist ein bisschen was höher verstrahlt ist, aber sonst ist ja eigentlich alles in Ordnung. Vielleicht sage ich den einfach her, Aktivkohlemasken braucht er gerade nicht. Und stell aber trotzdem noch einmal welche her, komm. Einmal durch welche herstellen. Aktivkohlemasken habe ich hier, die stelle ich hier weiter her. Entschuldigung. Es ist aber kein Wasser mehr. Leer. Komm, dann machen wir auf Mittel zurück. Bringt ja nichts, ich kann ja nichts ausgeben, was ich nicht habe, ne? Ja, ich weiß, du bist unzufrieden. Ich kann es jetzt aber nicht ändern und ganz ehrlich, ich will es jetzt auch nicht ändern. Das ist okay. Ne, wir machen mal ein bisschen noch nach außen. So hier. Ja, und den zweiten, den mache ich da noch ein bisschen weiter auf. Ah, da oben liegt noch einer, deswegen ist leider unzufrieden. Ich will das gar nicht sehen. Nein. So, wie schaut's denn aus? Schrottplatz, hast du noch was? Du hast doch irgendwas. Du sammelst da unten ein, das ist in Ordnung. Dann haben wir da noch einen Schrottplatz. Wo sammelst du ein? Da oben, das ist auch noch ein bisschen was, okay. Ja, eigentlich hast du da ziemlich viel und zur Not musst du da herlaufen. Restaurant. Waren wir da nicht schon? Nö, ne? Nee, da müssen wir bei Gelegenheit auch noch mal hin.
Tut sich da eigentlich irgendwas? Ja, doch, ein bisschen geht schon. Aber sorry, Leute, dass ich lache, aber ich komme gerade nicht klar damit. Es arbeitet hier alles irgendwie gegen mich. Was haben wir dort? Durstige Siedler. Ja, konzentriere dich auf das Sammeln von Wasser. Leute, überall gibt es hier Wasser. Ihr müsst nur. Also einfach nur sammeln. Da ist Wasser. Dass die Regenspeicher nichts machen, dafür kann ich nichts. Das liegt einfach mal daran, dass hier kein Regen, kein Kleider von oben runterkommt. So böse, wie es sich anhört, aber ihr müsst jetzt einfach euer Wasser einteilen. Ich habe auch noch das Nahrungsmittelproblem. Das wird auch nicht besser. Im Gegenteil. Also nein, nicht im Gegenteil. Aber es bewegt sich nichts, egal was ich hier mache. Da ist noch kein Tier da. Und da kommt zumindest mal eins. Hier fehlt eins. Warum eigentlich? Wo jagst du? Gibt's da irgendwas? Wenn ich dich ändere, kann ich dich irgendwohin ändern, wo es was bringt? Ja, genau. Da ist doch gleich was. Du bringst irgendeine Wildschwein mit, oder? Ja, genau. Also wenn hier Wildschweine sind, dann müsste ja irgendwas haben. Was hast du? Du hast nichts im Moment. Und der andere, wo ist der? Da ist er. Du hast ein Wildschwein. Naja, dann bring das eine Wildschwein doch einfach dahin und dann machen wir hier auch Wildschwein. Hilft dir nichts. Jagen und fangen, ja. Ja gut, okay. Die machen was. Die arbeiten alle. Da sind auch schon wieder 1100 Wasser drin, aber es wird halt auch verbraucht. Da geht es auch bergauf, 1300. Und was ich so sehe, wir haben die kleine Bevölkerungsexplosion. Also zumindest im Kinderbereich momentan. Uns mal kurz die Zufluchten an. Da passt noch was rein. Das sind alte. Da passen alte rein. Ja, der Rest ist ziemlich voll. Ja, gut, ich komme jetzt dann wahrscheinlich mal um Obdachlose nicht rum. Ich kann nicht noch irgendwie eine Zuflucht bauen hier. Also ich kann schon, aber ob ich will. Die kommen auch nicht wirklich vorwärts, oder? Ich habe Arznei, aber es ist brechend voll hier. Ja, okay. Das kennen wir ja. Volle Intensivstationen. Irgendwann geht nichts mehr rein. Das heißt, da werden wir dann auch demnächst wahrscheinlich die Leute wegsterben, weil sie nicht mehr versorgt werden können. Dumm und sowas, dumm, aber es hilft nichts, es ist halt so. Was denn aus mit den. Ah, wieder im Stromnetz, sehr gut. Plus 350. Das heißt, hier fehlt irgendwo was. Fehlt da noch irgendwo ein Mast oder so? Ja, aber vielleicht verbrauchen die weniger Strom. Ja, ich weiß. Was soll man machen? Haben wir errichtet, da haben wir genug. Medizin produzieren, ja. Okay, arbeiten wir dran. Wie lange habe ich Zeit? Ah, 10 Saisons, gut. Bis dahin. Die halbe Siedlung tot. Man von 203 sind immerhin 78 betroffen, ne? Ich meine, sie produzieren und produzieren und produzieren. Mehr können sie halt nicht machen, ne? Sie machen aus einem Kräuter 10 Endprodukte. Okay, das heißt, 3 Kräuter verbrauchen sie immer.
30. Ja, dann haben wir ja auch noch ein wenig was. Nicht so, dass wir gar keine Sachen auf Lager haben. Kräuterhütte. Ja, ist auch genug. Komme ich näher ran irgendwie? Hier unten was? Nee, ne? Warte. Ja, dann lassen wir es mal so. Wäre schön, wenn hier unten dann irgendwann bei Gelegenheit mal irgendwas kommt. Also in dem, was ich auffasste. Mindestens passt die Strahlung noch einigermaßen. Wir haben 350 Überproduktion. Warum eigentlich? Irgendeiner gerade nicht am Netz hiermit? Oder habe ich so viel Überproduktion gemacht? Dann könnte ich ja noch ein paar hier mit anschubsen, oder? Wenn ich den anmache? Ah, doch. Und den noch anmache? Dann habe ich zwei Schneidereien noch mit am Netz. Dann müsste ich durchkommen mit 50 Überschuss. Okay. 50, ja gut. Die Wachtürme brauchen jetzt nichts. Habe ich sonst noch irgendwas mit 50? Ich könnte noch so ein Haus anschließen. Bringt mir das irgendwas? Er ist nicht angeschlossen. Okay. So, widmen wir uns mal wieder. Ah, warte mal. Die Häuser sind schon relativ gut repariert, das ist gut. Fällt mir richtig. Das mit der Schutzkleidung ist jetzt so eine Sache, ne? Das gefällt mir auch nicht wirklich. Wir haben 15 und 17. Soll ich es doch wieder freigeben? Sollte ich Aktivkohlemasken freigeben? Ja, zumindest besser, oder? Und dann holt euch mal was. Mit dem Wasser wird auch ja immer besser. Es bleibt bloß in dem Strich nichts übrig. Mein Problem. Die Regenspeicher können immer noch nichts sammeln, weil jetzt natürlich auch noch kein Regen fällt. Okay, schauen wir uns die Felder mal an. Hier ist angebaut. Angebaut, da wird geerntet. Ah, da sieht man aber auch, dass es eigentlich nicht langt, weil es ist fertig zum Ernten letztendlich und da hinten ist noch nicht einmal angebaut. Das heißt, die bauen noch fertig an und dann fangen sie erst hier an mit Ernten. Ja, ich glaube, diese Nahrung, das wird uns noch längere Zeit verfolgen. Genauso wie das Problem, dass wir hier rappelvoll sind. Ich müsste eigentlich ein zweites Sanitätshaus bauen, so wie es ausschaut. Oh Mann. Also im Moment gönnt er mir keine Pause, oder? Also überhaupt keine Pause. Es ist ständig irgendwas in dem Spiel. Ich kann nichts Neues mehr machen, weil ich bloß noch mit alten Sachen beschäftigt bin. Die Nahrung, ey, die Nahrung. Ich pack's nicht. Da ist aber auch kein Wildschwein da. Da ist auch nur eins. Ja, Hauptsache du bist wieder voll.
Sollen wir hier irgendwie einen Brunnen hinstellen oder so? Dass ihr was habt, wo ihr Wasser aus der Nähe kriegen könnt? Komm, ich stell mal einen hin. Probier's einfach mal. Kann ja auch noch. Irgendwas muss ich ja probieren. Und die haben scheinbar irgendein Wasserproblem. Kann ich meinen Logistikern noch sagen, dass sie hier Wege hinmachen sollen? Dann können wir vielleicht auch noch mal so einen Regenspeicher da hinstellen irgendwo. Oh, da fehlt mir jetzt das Holz, aber okay, es ist klar. Nachdem, was ich hier alles verheiz für Reparaturen, ist aber schon relativ fortgeschritten. Also wollen wir jetzt keine Gedanken mehr um Reparaturen machen. Kind ist verhungert, toll. Also ich bin echt ein bisschen hier am Limit. Ich komme gerade nicht wirklich weiter. Ich finde es jetzt nicht zu wenig, was ich habe an Nahrungsmittelproduktion. Ah, ich sehe zumindest gerade, dass es hier im Krankheitsbereich ein bisschen runtergeht. Aber nochmal, ich finde nicht, dass es zu wenig ist, was ich produziere. Irgendwie, weil es sein, dass sie einfach zu viel verbrauchen. Ne, verbrauchen wir nicht viel. 250. Ich verstehe es nicht. Vielleicht wirklich das Geheimnis, dass sich das alles voll machen mit Bauern, aber auch nicht, oder? Ja, und da kann ich auch machen, was ich will. Also, deswegen gar nicht weniger. Mag ich. Vielleicht bei Gelegenheit doch nochmal einen Schneider bauen. Oh Mann. Hey. Na gut. Ich muss mal was überlegen. Also irgendwie geht es so nicht weiter. Es läuft irgendwie nicht wirklich. Also auf der einen Seite läuft, auf der anderen Seite diese Knappheit an Nahrung und Wasser, die macht mich einfach fertig und ich weiß vor allem nicht warum. Das ist mein großes Problem. Ich weiß nicht warum. Ich habe überhaupt keinen Plan. Aber gut, dann kümmern wir uns in der nächsten Folge halt weiterhin um Nahrung und Wasser. Wir haben ja gerade nichts anderes zu tun. Und da hinten kommt die nächste Dürre. Leute, ja, das war's für die Folge. Ich habe keinen Bock mehr. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, bleibt gesund, habt weiter Spaß im Rahmen der Möglichkeiten und dann bis bald. Ciao, ciao.